Assalamu alaikum, kommt rein. Mein Name ist Jasmin Rastetter, ich bin 28 Jahre alt und lebe in Nordenham. Ich lebe mit meinem Mann zusammen in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt. Meine Eltern leben etwas außerhalb in meinem Elternhaus, also in denen ich auch gelebt habe, als ich ein Kind war. Ich bin die Älteste von 7 Kindern und 2 meiner Geschwister leben noch zu Hause und 5 meiner Geschwister sind schon ausgezogen. Ich habe bei meinen Eltern aufgewachsen, ganz normal. Und meine Eltern sind christlich, evangelisch. Und wir sind getauft und ich bin auch zum Konfirmandenunterricht gegangen. Und wir sind so aufgewachsen, aber nicht streng. Also wir waren wie bei vielen christlichen Familien, das halt üblich ist, dass man dann Weihnachten in die Kirche gegangen ist oder halt zur Taufe oder zur Beerdigung, aber nicht jetzt aktiv. Ja, heute werde ich in der Moschee das Glaubensbekenntnis des Islams aufsagen vor einem Gelehrten und damit offiziell zum Islam konvertieren. Zum Islam zu konvertieren hat mich eigentlich bewegt, überwiegend erstmal die Menschen, also die Muslime an sich. Ich hatte früher viele türkische Freunde und ich fand diese Gastfreundschaft und dieser Familienzusammenhalt war für mich sehr prägend. Wir hatten nie so eine enge Beziehung in unserer Familie und nachdem mein Bruder gestorben war, war unsere Familie sehr eng zusammengerückt, was mir auch dann sehr gefallen hat. Und dann ging es langsam wieder, dass jeder so seinen Weg gegangen ist. Und dann habe ich dadurch dann angefangen, mich mit deren Religion auseinanderzusetzen, weil sie auch immer, dass sie das deswegen machen, weil es halt im Islam auch so ist. Das hat auch kulturelle Gründe natürlich, aber auch religiöse. Mein Bruder ist 2003 gestorben, da war er 3 Jahre alt und wir waren bei meinem Onkel in Urlaub. Den Tag, bevor er gestorben ist, waren wir in Dänemark schwimmen und da war er schon die ganze Zeit, hat er nur geschlafen. Er war müde und quengelig und dann hat meine Mutter gedacht, ja, er ist halt krank. Sie ist dann mit meiner Tante und ihm zum Arzt gefahren und auf der Treppe hat er mich angeguckt und hat gesagt, tschüss. Aber das war so im Nachhinein so ein, als würde er wissen, dass er stirbt. Und dann hat mein Vater einen Anruf auf sein Handy bekommen, ist aufgesprungen, hat alles umgeschmissen und ist raus. Man hat nur einfach den Wagen gehört, wie er quietschend um die Ecke gefahren ist. Ja, und dann gefühlt eine Minute später kam wieder ein Anruf, dass wir schwimmen gehen sollen. Und in der Umkleidekabine hat meine Schwester mich gefragt, was ist wohl los? Und dann habe ich gesagt, Hannes ist gestorben. Dann sind wir wieder nach meinem Onkel in sein Haus gegangen und dann saß schon eine Seelsorgerin da und meine Mutter ist nur an mir vorbei auf Toilette, hat sich die ganze Zeit übergeben und danach wurde er obduziert. Und dann haben die gesagt, dass er ein Virus aus Asien hat, der bei jungen Kindern unter 7 Jahren in 24 Stunden tödlich ist. Wenn man da keinen Glauben hat, dann wird man durchdrehen. Das ist ja der einzige Halt, den die Menschen haben, dass sie sagen, wenn jemand stirbt, dass man ihn dann später wieder sehen kann. Ich habe erstmal danach mal das Christentum in Frage gestellt, weil es ging wieder nur um die Beerdigung. Nur dann war man wieder in der Kirche. Und natürlich, meine Eltern haben sehr darunter gelitten. Also meine Mutter ist eine kurze Zeit, hatte sie auch eine Essstörung bekommen, hat sehr stark abgebaut, wollte das aber nicht zulassen, nicht darüber reden. Und mein Vater hat sich einfach mit Arbeit abgelenkt. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und wir waren halt zu Hause und ich hatte immer Stimmungsschwankungen, ich habe einfach immer geweint. Ich hatte keine Motivation, morgens aufzustehen. Und ich habe verstärkt den Wunsch gehabt, einfach zu sterben. Wir haben auch dann irgendwie versucht, immer einen Ausgleich zu finden. Und ich bin dann halt immer mit Freunden Party machen gegangen und habe mir meinen Kopf mit Alkohol weggeknallt, damit ich auch nicht denken muss, dass man nicht darüber nachdenken muss, dass man nicht daran erinnert wird.
Ja, und dann hatte ich ja viele muslimische Freunde. Und da war ich 16. Wir waren immer viel im Jugendzentrum. Der Islam hat mir neue Hoffnung gegeben. Erstmal, dass ein Mensch kann sich nicht wünschen zu sterben. Die Entscheidung liegt ganz allein bei Allah. Wir können das nicht entscheiden. Und alles, was passiert, ist eine Prüfung. Der Tod meines Bruders war eine Prüfung. Die Depression war eine Prüfung. Und da habe ich gedacht, wenn es eine Prüfung ist, eine Prüfung hat einen Anfang und ein Ende. Und das hat mir dann Halt gegeben, dass es irgendwann zu Ende ist. Und das hat mir dann auch die Kraft gegeben, mir Hilfe zu suchen. Ich bin ganz früh zu Hause ausgezogen. Also das war genau 4 Tage nach meinem 18. Geburtstag. Und ich war da ja auch mitten in der Ausbildung. Ja, und dann bin ich mit Freunden wieder ins Jugendzentrum und mit meinem damaligen Freund, seiner Schwester. Wir saßen halt im Auto, sie wollte irgendwas holen. Und dann fuhren nur ganz viele Feuerwehrwagen und Krankenwagen. Und mich ausgestiegen und dann die Straße runtergelaufen. Und bis ich dann realisiert habe, dass es meine Wohnung ist, die brennt, dann bin ich umgefallen. Das war ja alles, was ich hatte. Und am nächsten Tag mussten wir dann halt mit der Polizei in der Wohnung und sagen, wo was stand. Das war so heiß da drin, dass sogar die Ziegel an der Wand abgesprungen sind. Da war nichts mehr übrig, außer so ein kleiner Schrank, wo auch meine Papiere drin waren. Und in diesem Regal oben lag ein Koranvers drin. Das ist auch der einzige Schrank, der übrig geblieben ist. Allah wusste, dass ich diesen Schrank noch brauche. Und Allah wollte nicht, dass diese kleine Sure verbrennt. Also durfte das da bleiben, das, was ich noch brauchte. Das hat bei mir bewegt, dass ich mich noch mehr gefestigt habe, meine Entscheidung am Islam dran zu bleiben, das weiter zu verfolgen, das weiter zu hinterfragen. Dann war mir schon klar, dass ich kein Christ bin, dass es für mich nur einen Gott gibt. Und ich denke, dass Allah das einfach wollte, dass ich Muslim bin. Und dass ich mir das nicht aussuchen konnte, sondern er hat das für mich entschieden. Also natürlich, ich habe meinen eigenen Willen, aber er hat mein Herz ja dafür geöffnet. Und er hat meins einfach sehen lassen. Ich konnte die Wahrheit sehen. Es war auch schwer für mich, da auszubrechen. Es hat lange gedauert. Also es ist eigentlich erst passiert, nachdem ich Ramazan kennengelernt habe. Schatz, ich gehe jetzt Brötchen holen, ja? Ja. Für mich war klar, ich möchte eine muslimische Frau sein mit einem muslimischen Mann. Wir wollen beide ein bodenständiges Leben und dass ich dem, wie ich gehen möchte. Ich bin der Ramazan. Ich bin der Mann von Jasmin. Und ich lebe schon seit über 40 Jahren hier in dieser Stadt. Damals kam mein Vater her und dann sind wir hier. Und ich war schon 4 Jahre alt, als ich hierher kam und so. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich sehr, sehr in einem Tiefpunkt drin. Also alles, was um mich, um die ganze Welt geschehen hat, hatte mich nicht interessiert und so. Und ja, irgendwann habe ich dann Jasmin kennengelernt. Ich habe ja auch jeden Tag zu Gott gebetet, dass er für mich eine vernünftige, eine schöne, eine gute Person, so wie ich das möchte. Und genau so hat er es mir auch gegeben, so wie ich das wollte. Ramazan hatte nicht wirklich einen guten Kontakt zum Islam, sage ich mal. Ich glaube, das liegt bei vielen muslimisch geborenen Menschen daran, dass dieser Druck von außen immer da ist. Wie bei Konvertieren ist ja diese Freiwilligkeit, man erforscht das ja selber und da ist dieser Druck und immer was mit Druck ist, da verliert man das eigene Interesse. Und ich glaube, das hatte er verloren gehabt und daher, dass ich ja Interesse hatte und ihn immer damit reingezogen habe und gefragt habe, ja, wie wahr ist das denn? Du weißt das doch. Und er war, oh, ich weiß nicht, ich möchte nicht darüber reden. Und ich dachte, doch, du weißt das. Und dann, ja, habe ich ihn irgendwie auch so ein bisschen angesteckt in diesem Interesse. Und dann liest er dann was auf Türkisch und ich lese auf Deutsch. Oder wir sind in so Gruppen drin und dann, ah, was hältst du davon? Hast du das und das gelesen? Und dann tauscht man auch seine Gedanken darüber aus. Meine Frau hat es ja echt sehr, sehr oft versucht und so, ne, mich also auf die Seite zu kriegen des Islams und so. Weil sie hat immer wieder aus dem Internet Sachen runtergeladen über Islam, über den Propheten, sein Leben und so. Und hat mich andauernd damit bombardiert und so. Ne. Und ich habe ja weniger Interesse gezeigt, schon aber eben weniger halt und so. Ne.
Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Frau, dass sie mir den Anschluss gegeben hat. Und ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Eigentlich. Ganz anderer Mensch. Und dann waren wir das erste Mal in der Türkei. Das weiß ich noch. Dann habe ich den Ersan gehört und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, als würde das Leben neu anfangen. Und dann sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen und habe ich zu meinem Sohn gesagt, ich brauche meine Tabletten nicht mehr. Für meine Eltern war es erst schwierig, dass ich jetzt zum Islam konvertieren möchte. Sie sagen, wir haben was falsch gemacht. Wir haben das Christentum nicht gut genug beigebracht. Früher war eher mein Vater derjenige, der Interesse gezeigt hat. Mein Vater ist auch anderen Kulturen sehr aufgeschlossen. Meine Mutter ist da etwas, also hat nicht so viel Interesse gezeigt. Wo ich dann gesagt habe, ja, wenn ich hier dann zum Essen eingeladen werden möchte, ich das hier kein Schweinefleisch essen. Jetzt ist das zum Beispiel so, da gibt es eine extra Pfanne, da haben sie auch einen extra Grill, wo dann das getrennt alles zubereitet wird. Und meine Eltern sehen diese langsame Entwicklung und meine Eltern haben auch die Entwicklung meiner Persönlichkeit gesehen. Wenn das aus Überzeugung ist, dann kann man argumentieren, dann kann man Gründe nennen. Und ich glaube, das ist meinen Eltern, diese Erklärung ist ihnen einfach wichtig, dass man sagt, ich mache das deswegen, ich mache es freiwillig. Und für mich ist das wichtig. Als Muslime, unter anderen Muslimen erkannt zu werden, bei einem Muslime trägt ein Kopftuch und deswegen mache ich das auch. Beruflich mache ich gerade noch meine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. In einem Monat bin ich Gott sei Dank allein inshallah fertig und kann dann ins Berufsleben einsteigen. Und derzeit bin ich jetzt im Praktikum in einer sozialpädagogischen Tagesgruppe für Jugendliche. Also da sind 3 Jungen und 2 Mädchen, die es zu Hause nicht ganz so einfach haben. Und wir haben jetzt gerade ein Mädchen, das hat Dyskalkulie, also eine Rechenschwäche, dass man da immer mit dem Mädchen viel einkaufen geht, dass sie, oder viel backt, damit immer halt immer dieses mit Zahlen und Geldverständnis gestärkt wird. Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Frau also heute offiziell zum Islam übertritt. So, das gefällt mir sehr gut und so. Ja, ich würde das gerne auch dann miterleben. Ich wäre jetzt nicht am Mitkommen. Als ich heute zum Islam konvertiere, also ich bin ja, wenn ich bete, sage ich ja die Schahada, weiß ich nicht, 100 Mal, gefühlt 100 Mal am Tag. Und die jetzt vor jemand anders sagen zu müssen oder zu sollen, das ist so, deswegen kann ich es überhaupt richtig aussprechen. Also bin ich schon aufgeregt. Also es war noch nicht mehr so lange her, weil ich wollte das Gebet lernen, aber ich wusste nicht wie. Ich konnte ja nichts davon. Weder den Bewegungsablauf noch die einzelnen Suren auswendig. Und dann habe ich versucht mit so einem Buch, erstmal im Internet mir das angeguckt, was man überhaupt lernen muss. Der Hodja ist, glaube ich, sehr von mir überzeugt, weil er war ja einmal hier. Und als er hier war, dann wollte er eine Sure zeigen. Und ich habe, was mir wichtig ist, wie habe ich das hier dann in unterschiedlichen Farben markiert. Und da hat er das sehr gut gefunden, dass ich also mich wirklich damit auseinandersetze und das nicht nur mache, weil er jetzt mein Mann Muslim ist, sondern dass das von mir auskommt. Ja, und unser Hodja ist eigentlich jetzt ganz neu hier. Und ich bin sehr überzeugt von dem. Also, das ist, seine Predigten sind, also finde ich persönlich, sehr gut. Also, der sagt, was ist und so und keine irgendwelche versteckten Sachen und so. Ne? Und er zeigt viele Aktivitäten, den Muslimen in Deutschland ein gutes Gesicht zu geben. Hoffentlich findet ihr den Weg dahin. Ich bin dran.
Also die, Janet und ihre Schwester Emily kommen jetzt auch mit zur Konvertierung. Und das war ihnen noch ganz wichtig. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Şöyle buyurun, içeri geçelim. Buyurun. Allah İslam'a seçen, İslam'a giren insanların tekrar sıfırdan bir hayat. Bu kadar. Bir Almancasını da. Also ich werde jetzt sagen, was die Shahada bedeutet. Kelime-i şehadetin anlamı. Die Bedeutung von Shahada. Eşhedü en la ilahe illallah. Şahitlik ederim ki. Ich bezeuge. Allah'tan başka. Das ist außer Gott. İlah yoktur. Keine andere Übertreibung gibt. İlah'tan maksat ibadet edilecek. Es gibt nur den einen. Bizi yaratan. Zum Anbeten. Bizi der, yaşatan. Der uns. Bize rızkı veren. Und Leben gibt. Her şeyi bize tahsis eden. Yeryüzünü bizim için kullanma fırsatını veren, die uns geschaffen hat. Bizi sadece kendisine ibadet etmek için yaratan. Er hat uns geschaffen, damit wir uns, damit wir ihn anbeten. Sadece ona ibadet edeceğiz. Nur, sadece nur zu ihm anbeten. Sadece ona iman edeceğiz. Onun dışındakilerin hiçbir tanesini kabul etmiyoruz. Ja. İşte şehadet budur. Das ist Schahada. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne. Enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Rasulü. Ve Rasulü. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne. Enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Rasulü. Ve Rasulü. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. 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 Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne. Enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Rasulü. Ve Rasulü. Amin. Allah kabul eylesin. Allah şehadetinizi kabul eylesin inşallah. Ha, evet. Okey. Oldu. Sağ olasın. Allah'ına sağ olun. Şey yapın. Siz birbirinizle şey yapın. Tebrikleşin. İslam'ı seçtim. Evet. Yüzyıl. Jetzt in der Selimi Jami in Nordenham und das ist der Raum, wo ich einen Kinderkurs mit Janet leite und die Kinder sind zwischen 4 und 7 Jahren. Ja, und meistens läuft das so ab, dass wir erstmal uns begrüßen und dann sehen wir einen Ilahi, dann lesen wir eine Geschichte und dann haben wir hier zum Beispiel die Kinder dann immer was so ausgeschnitten und gemalt. Und hier haben wir dann schon zwischenzeitlich auch mal kleine Gebetsteppiche gebastelt, wo es dann die Kinder, die sollen des Islams näher zu bringen. Hier haben wir auch aus Schachteln und Toilettenpapierrollen eine Moschee gebastelt. Ich heiße Janet Karakaya, bin 19 Jahre alt, ich lebe hier in Nordenham, bin hier geboren, hier aufgewachsen, meine Eltern kommen aus der Türkei, bin Sozialassistentin, arbeite in einem Kindergarten, wir kennen uns schon seit 4 Jahren. Ja, das haben wir hier. Uns wurde angeboten, unser Wissen zu teilen, weil wir das Wissen mit den Kindern, weil wir uns gut mit denen verständigen können und dann haben wir zugestimmt. Ich meine, es ist schön, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Es macht uns Spaß, Freude.
Ja. Na gut, dann machen wir die 5 Säulen. Ja, und dann passt das, glaube ich, vielleicht bis Urut, also bis Fasten, dass wir das dann als letztes machen. Unser Hodja hat uns beiden gefragt, ob wir das machen würden, weil die Kinder zwischen 4 bis 7, die sind noch ein bisschen klein für Koranlesen. Und die Eltern, die machen hier Unterricht mit Hodja zusammen. Dann wurde halt uns angeboten, ob wir vielleicht mit den Kindern so spielerischerweise das mit denen zusammen machen könnten. Und dann haben wir zugestimmt. Also ein Traum von uns ist es, dass wir einen muslimischen Kindergarten aufmachen können. Gerade hier in der Umgebung leben ja viele muslimische Familien und die Kinder gehen ja alle in Kindergärten mit christlichen Trägern oder halt in der Stadt. Aber halt, wo man auch, wo die Kinder das auch beigebracht bekommen. Als wir unten waren in der Moschee, ich habe mich so glücklich gefühlt, so eine Person nochmal, weil wir alle Muslimen sind ja, sage ich mal, jetzt eine Familie. Und wenn noch jemand dazukommt, finde ich das immer so schön. So, ich habe mich echt glücklich gefühlt, ich hatte Gänsehaut. Das kann ich sagen. Mein Filmstar.